Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und ich bin wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute geht es um ein schickes Mount hier aus der neuen Zone Terra Mortis. Und dazu war ich schon fleißig und habe mir das einmal erspielt. Das Mount schimpft sich hier der Todesläufer. Und wo wir das herbekommen, will ich euch jetzt einmal zeigen. Wir müssen als allererstes ein bisschen die Kampagne spielen. Und zwar zumindest drei von den Kampagnenabschnitten. Und dann können wir hier oben die Höhle des Verdammten freispielen und haben dann dort bei Firm eine Skill-Konsole. Die schimpft sich Chiffrin-Konsole. Und sobald wir die freigespielt haben, brauchen wir dann ein bisschen Chiffrin, die wir bei allen möglichen Mobs, Kisten, Events, Dailies erfarmen können. Und wenn wir diese Chiffrin haben, können wir hier die Konsole ein bisschen skillen. Und wir brauchen eine spezielle Skillung hier. Und die schimpft sich Verständnis des Sopranesischen. Und sobald wir das hier geskillt haben, können wir eine kleine Questreihe anfangen. Und diese Questreihe beginnt hier oben in dem Lager. Und das Lager heißt Huld des Pilgers. Und hier haben wir dann ein paar Quests, die wir erledigen müssen. Und zwar die erste Quest, die wir brauchen, heißt Finde Tali. Und die beginnt beim ältesten Amir. Da müssen wir dann etwa so 10, vielleicht sind es 15 Quests. Die sind alle dann hier unten in dem Bereich absolvieren. Und wenn wir die absolviert haben, dann ist es so, dass wir einen Tag warten müssen. Dann gibt es im Lager wieder eine Quest. Und diese Quest heißt die verlorenen Komponenten. Und dann müssen wir einmal hier hinterlaufen, wo ich jetzt mich befinde. Und dort schalten wir nämlich dann eine Schmiede frei. Also wir sind jetzt hier vor dem Eingang der Schmiede. Das ist bei den Koordinaten 68, 30. Und sobald wir diese Schmiede einmal freigeschalten haben, können wir hier Mounts bauen. Das sind, glaube ich, insgesamt 24 Mounts an der Zahl, die wir uns craften können. Und das erste Mount können wir uns direkt nach der Quest holen, denn wir kriegen sowohl einmal den Plan, also für diese ganzen Mounts müssen man sich eigentlich Pläne besorgen, aber den ersten Plan kriegt man an sich schon hier für Todesläufer und man bekommt auch die Mats direkt gestellt, um das Mount craften zu können. Alle weiteren Mounts muss man dann dementsprechend sich ein paar Mats besorgen, die in der Zone droppen, beziehungsweise vorher erst die Pläne holen. Ich werde in Zukunft noch ein Video zu den ganzen Plänen aufnehmen, heißt euch zeigen, wo man alle Pläne besorgen kann für die Mounts, die man dann auch craften kann. Und dann, sobald ich die Pläne habe und dann auch die Materialien gefarmt habe, gibt es dann nochmal zu den einzelnen Mounts quasi jeweils ein Video, wo man den Plan kriegt, beziehungsweise wo man dann auch die Materialien für farmen kann. Ich würde sagen, wir gucken uns jetzt noch einmal hier das Mount-Special von dem Viech an. Ich finde, das sieht auch ganz nett aus. Da gibt es auf jeden Fall auch noch ein paar andere coole Mounts, die man craften kann. Und ja, schauen wir mal, was hat das für ein Mount-Special. Okay, also Mount-Special kennen wir jetzt schon von dem einen oder anderen Teilbook. Ne? Hat dasselbe Special wie die. Und ja, ist auf jeden Fall ein schickes Mount. Und sobald ihr euch die Schmiede freigeschalten habt, geht es eigentlich erst richtig los mit den Plänen zum Farmen. Ich kann euch auf jeden Fall schon mal jetzt empfehlen, ihr könnt euch Handy Notes holen, Handy Note Shadowlands, da seht ihr schon mal einige Pläne hier auf der Map, wo man die holen kann und dann könnt ihr schon mal ein bisschen lostigern. Gut, das war es eigentlich mit dem kleinen Mount Guide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Euer Chilla, bis zum nächsten Mal. Ciao.